Hallo liebe Freunde von Auswandern Thailand. Heute mal zu einem Thema passend zu dem da oben. Naja, haben wir gleich. Wie ist das eigentlich mit Klimawandel in Thailand? Merken wir da was? Naja, gleich nach dem Intro. Naja, Leute, wenn ich mal jetzt seit so dem Monat angucke, wir haben jetzt seit März, geht jetzt in der April hin. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mal das so angucke, so grün habe ich das im Leben noch nicht gesehen bei uns in die Jahreszeit. Also ich bin echt erstaunt, was da mit dem Wetter los ist. Also ich glaube hier fast mit dem Klimawandel, das merkt man sogar in Thailand. Jetzt gucke ich das an. Auf der Seite habe ich kein Sprinkler an. Mache ich hier doch sowieso nicht auf der Seite, aber alles grün, komplett alles grün. Gucken eigentlich die Bäume an. Also noch nie haben wir so viel Regen gehabt im März wie jetzt, das muss man einfach sagen. Wenn ich mir das so angucke, blüht, tut auch alles, okay, das ist gut, weil doch immer zwischen wieder die Sonne scheint, aber wenn ich mir die Wolke angucke, wie es bei uns da war, aussieht her, also ich habe noch nie so März gesehen wie jetzt, das muss ich einfach sagen. Also es tut mich wirklich ein bisschen, ich bin jetzt seit schon immer hier 23 Jahre in Thailand. Ne? Und in den 23 Jahren, muss ich ganz ehrlich sein, habe ich noch nie so einen März erlebt wie jetzt. Also der März, für mich ist er schön mit meinem Garten, ich finde das natürlich toll. Ne? Aber ich mache mir schon ein bisschen Gedanken, wie das so weitergeht mit dem Wetter. Wäre das jetzt nächstes Jahr auch wieder so? Wie war es mit den kalten Zeiten? Du, wir haben noch keine kalte Zeit gehabt. Normalerweise kann ich sagen, da haben wir Minimum 2 Monate, das heißt so meistens so im Dezember und Mitte Januar, Ende Januar noch, kann man sagen, wo wir richtig kalt haben. Ja, also nachts, wenn ich jetzt sage. Ne? Nachts haben wir als Temperatur im Schnitt zwischen 15 und 19 Grad. Ne? Gut, für euch in Deutschland ist das natürlich nicht kalt, ganz klar. Aber hier, wenn man in Thailand lebt, ist das schon kalt. Also abends um diese Uhrzeit, also wenn es dunkel wird, dann solche Temperaturen und nachts dann so runtergehen, 15, 16 Grad, das ist für uns in Thailand schon kalt. Und das war das für, vielleicht hat man eine Woche kalt, aber sonst komplett anders da wie sonst. Also man ist schon irgendwie stimmt was nicht. Wenn ich mir vorstelle, um die Jahreszeit sind wir immer daheim, bleibt kein Motorrad gefahren, weil es einfach zu heiß war um die Jahreszeit. Ne? Weil es einfach zu trocken war, überall alles vertrocknet und so. Ne? Also ich kann sagen, das hier ist das einfach bei uns nicht. Keine Ahnung, warum das so ist. Ich meine, wie gesagt, für mein Garten ist es natürlich toll, aber man macht sich schon Gedanken, wieso das halt so ist. Gell? Also wollen wir mal hoffen, dass das nicht so in Thailand jetzt üblich ist, dass um die Jahreszeit schon die Regenzeit anfängt. Regenzeit, die war ja letztes Jahr, war die ja ziemlich lang, ne? Muss man sagen. Ich bin mal gespannt, wie sich der Klimawandel in den nächsten Jahren noch weiter ausbreitet, hier in Thailand speziell, jetzt, wo wir halt wohnen. Aber gerade jetzt hier bei uns in der Region, wir sind ja in einer Obstregion, wo halt viel Obst so wächst. Ja. Jetzt ist bald die Obstregion, die Obstzeit fängt bei uns an im Juni, Juli. Ja. Und da war aber zuvor eine anständige Trockenzeit. Das ist natürlich für das Obst auch nicht gut, wenn es jetzt so viel regnet. Wir haben aber jeden Tag Regen. Man denkt wirklich, es wäre Regenzeit, ganz einfach. Ne? Und ich denke mal, dass das sich bei den Bauern auch bemerkbar macht mit dem Obst. Ich habe da keine Ahnung drin jetzt mit Obst, aber ich weiß, meine Frau sagt immer, ja, wenn es zu viel regnet, für die Lamjais ist es nicht gut und so. Ne? Das sind alles Sachen, wo halt punkto Klimawandel anscheinend sich in den nächsten paar Jahren immer mehr auf uns zubewegt. Ne? Um die Jahreszeit habe ich noch niemals zweimal die Woche Rasen gemäht. Ne? Also völlig unnormal. Also wirklich. Ich meine, da sind jetzt seit 40 vielleicht für euch doof. Aber zweimal die Woche die Rasen gemäht, das ist in die Jahreszeit total unüblich. Normal kann ich sagen, so alle 2 Wochen einmal. Ne? Höchstens. Also das muss man echt sagen. Da macht sich schon was bereit, ne? Muss man sagen. Naja, gut, ich will mal so sagen. Ne? Es gibt Schlimmeres.
Regen ist gut für die Garde, ganz klar. Es ist mir nur aufgefallen und deswegen wollte ich das jetzt einfach mal im Video mal hören. Vielleicht wissen ihr, was denkt ihr davon? Wie sieht das bei euch aus? Die Leute, die in Thailand sind, wie sieht das bei euch aus? Merkt ihr das auch mit dem Klimawandel? Also mir kommt es auf jeden Fall vor, wie man das jetzt merkt. Oh, jetzt seid mein Bambus-Hit. Ihr seht, ich bin jetzt halt gerade am Dachmacher. Das ist natürlich auch jetzt halt alles jedes Tag reinzuweinen. Ich muss immer wieder zwischendrin aufhören. Da wollten wir jetzt Feier machen, die werden ja da gehärtet drin, die Bambusstäbe. Ne? Und ja, es hat geregnet, haben wir wieder ein bisschen aufhören. Ne? Gut, schlafen wir jetzt gerade mit euch an, ne? Und gucken wir in unsere Hühner, ob da was an Eier liegt. Ne? Ja, mit meinen Hühnern bin ich übrigens ganz zufrieden, Leute. Es macht richtig Spaß, die legen mir jeden der Eier. Und begrüße ich immer schön. Ich fresse gerne Reis zwischendurch, Papayas gebe ich noch zwischendurch. Wenn ich komme, kommen sie natürlich alle gesprungen. Da kommen sie alle gesprungen, gucken nur dem Vater, weil sie denken, er bringt schon wieder was. Ne? Naja, komm, wir gucken mal gerade hin, ob wir auch Eier da haben. Oh, ja, prima. Guck an. Da sind zwei Stück drin, da ist eins drin. Da ist nichts drin, da haben sie das Stroh schon wieder rausgeholt. Auch nicht schlecht, okay. Naja, also mit Hühnern muss ich wirklich sagen, es gefällt mir. Die hole ich nur in die Eier. Schauen wir mal. Also Mädels, hat er gut gemacht. Heute auch wieder drei Eier. Das ist doch prima, ne? Naja. Ja, gut für unsere Kräutergarten und auch oben für die Obstgarten. Oder für unsere Gemüsegarten, wo wir da oben haben, ist das natürlich toll. Muss man sagen, ist wirklich schön. Nein, ich kann auf jeden Fall sagen, so grün war es um die Jahreszeit noch nicht, egal was ich hingucke. Normal der Baum da, der nervt mich um die Jahreszeit immer ganz schön, weil er die Blätter da abwirft, weil alles trocken ist. Ne? Und das, der steht ein bisschen ungünstig da am Pool. Die ganzen Blätter fallen da nicht, aber auch das hier hat er gar nicht großartig Blätter verloren. Wegen dem viel Regen, wo man halt die ganze Zeit. Ja, so, das sind meine Gedanken halt, was ich halt so empfinde, vermetzt halt. Ist die Temperatur hier, ja, Temperatur haben wir im Mai so zwischen 30 und 35 Grad, die sind schon okay, ja. Aber halt der Regen, was natürlich für die Natur gut ist, für die Bauern weiß ich nicht, das keine Ahnung darüber, ne. Aber für die Natur ist es gut, für mich als Grundstücksbesitzer, ich muss nicht so viel Wasser spritzen, ne, was ich vorher natürlich, habe ich eine Wasserrechnung gerade im Monat, so für 1000 Watt. Jetzt halt, tut sich das halbieren auf 300, 400 Watt, ne. Und das ist ja nicht schlecht, ne. Naja gut, aber es ist halt ungewöhnlich. Deswegen wollte ich mal hören, was so ihr als Zuschauer vielleicht für Erfahrungen habt. Wäre ganz nett, wenn ihr da was in die Kommentare schreibt. So einfach, was so eure Empfindung ist, wie das vielleicht in anderen Erdteilen, ob ihr auch sowas bemerkt habt. Und ich denke halt, naja, würde mich freuen, wenn ihr da auch in die Kommentare was hinschreibt. Das war's von mir wieder, so ein kleines Video so zwischendurch. Ne? Ich wünsche euch alle einen guten, schönen Tag, bleibt gesund, ja, und auf ein friedliches Weitergehen. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. When I go to Thailand, I learn to speak some Thai. I cannot eat spicy food, so I sip it my dai. I want to do some shopping, I ask how much Thai. But paying the price is very high, so I say lot dai mai.